So, wir sind die Schlieren im Gaswerk mit dem Kevin Huser und zwar tun wir heute bouldern. Kevin, generell Klettern, wie bist du zum Klettern gekommen? Ja, also ich habe wie viele zuerst mal Fußball ausprobiert und auch Eishockey, das war nichts für mich. Dann habe ich gefunden, ich will mal etwas mit den Armen machen. Bin in der Ferien klettern und nachher, ja, das hat mir mega gefallen. Also eigentlich mehr wegen der Höhe am Anfang, weil ich einfach runterspringen am Schluss. Aber irgendwie, mein Ehrgeiz hat sich neben dem Klettern durchgesetzt und jetzt, irgendwie 15 Jahre später, bin ich immer noch voll dabei. Was ist die Faszination in dem Fall? Die Höhe oder was ist es? Was macht es aus? Ja, wie gesagt, das war es am Anfang. Ist immer noch faszinierend, aber jetzt ist es hauptsächlich die ganze Vielfältigkeit des Sports, wo ich immer noch mehr entdecke, je länger ich das mache. Also kein Boulder und keine Route ist gleich wie die anderen. Und die Begeisterung wird eigentlich fast von Tag zu Tag grösser und das ist einfach, ich weiß auch nicht, das ist für mich so faszinierend, ich bekomme einfach nicht genug davon. Jetzt sind wir hier in der Halle mit so grellem Neonlicht. Was ist besser, drin oder draußen? Ja, das ist immer so eine Frage. Also, ich komme halt ursprünglich vom Wettkampfklettern, sprich das Drinnenklettern macht mir schon auch sehr Spass, aber draußenklettern ist natürlich schon so in der Freizeit das ist einfach das Schöne, das ist das Geniessen und drinnen ist eigentlich mehr das Training. Und dann, ja, ich meine, es ist klar, die Halle da ist cool und so, es hängen farbige Griffe rum. Aber draußen in der Natur, wenn man wirklich ein schönes Panorama hat, das ist dann schon etwas anderes. Stichwort Training, was sind so deine Trainingsumfänge, stundenmässig, wie viel trainierst du? Ja, zu meinen Spitzenzeiten sind das immer eigentlich mindestens 15 Stunden in der Woche gewesen. Jetzt bin ich immer noch so bei 10 und mehr, aber jetzt bin ich hauptsächlich einfach am Klettern. Also ich habe früher sehr, sehr viel wirklich nur trainiert, viel im Kraftraum und jetzt bin ich hauptsächlich einfach in der Wand und ich genieße einfach den Sport. Die Challenge für mich, das Ziel für heute, was soll ich machen, wohin soll ich mal einfach so losklettern? Was meinst du, Kevin? Ja, Patrick, ich glaube, ich habe da etwas Schönes für dich. Und zwar steig doch mal in den Violetti und schau, wie weit du kommst. Da? Ja. Aha. Und der Boulder ist der dort oben? Also dort oben muss ich meinen Top? He? Genau, bis zum Top rauf. Okay. Nur mit den Violetti Töckel. Nur mit den Violetti. Ja, Herrlich, komm. Ja, fuck. Okay. Ja, Olympia jetzt für mich, das ist in dem Sinn kein Thema mehr. Und da sollen dann die Jüngeren und die ja, andere, die da wirklich voll dahinter gehen, die sollen sich ihren Platz dort verdienen und zeigen, was man so können. Ich zeige jetzt auch, was ich nicht kann.